Wer bist du? Das fragt sich auch Geron gerade an dieser Stelle. Herzlich willkommen zurück zu Memoria. Und ja, da wir das jetzt alle wissen wollen, frage ich das unheimliche Wesen, das jetzt vor uns steht und angeblich Nuri zurückverwandeln soll, mal direkt, wer bist du denn? Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Was willst du hier? Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja, Versteinerung, Unsterblichkeit, Satya-Geschichte, Träumen, Rubin, Nuri zurückfandeln, ich bin bereit. Ja, das ist eine Menge, was ich fragen kann. Ich klapper mal alles ab. Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen, und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Satya Geschichte. Was hat es mit Satyas Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Die Träume sind nicht Satyas Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Aber das wusste man ja schon beim Vorlesen so ein bisschen, dass durch die Notizen hatte ich am Ende das Gefühl, dass das sein Gedankengut ist. Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Nuri zurückverwandeln. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ja, aber die Frage ist, möchte Nuri das denn noch? Ich würde gerne eigentlich sie nochmal fragen. Und wenn sie wirklich partout gar nicht mehr will, vielleicht ist es dann auch besser, sie nicht mehr zurückzuverwandeln. Trotzdem sage ich jetzt natürlich, ich bin bereit. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Nuri, du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. War schön, euch kennengelernt zu haben. Leb wohl. Nuri! Nuri! Komm zurück! Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nuri, macht irgendetwas, aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Breda? Kapitel 7. Geron. Hörst du mich? Du bist jetzt sicher.
Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. So, Kapitel 6 Erfolg. Und schon sind wir wieder im nächsten Kapitel. Wurfstern. Und spielen jetzt wieder mit Satya. Und sind hier anscheinend mächtig im Getümmel nach den Geräuschen zumute. Gegen Dämonen völlig ungeeignet. Warum hat er ein Loch in der Mitte? Weiß ich nicht. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Eingang? Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Ah, verstehe. Er ist hinter dickem Glas. Was ist hinter dickem Glas? Die Schwebekristalle halten die einzelnen Teile der Festung in der Luft. Mhm. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Oh. Der Spalt ist zu weit, um hinüberzuspringen. Und die Wand zu hoch, um hinaufzuklettern. Das ist natürlich auch nicht gut. Schild. Er hängt zu weit oben. Wenn ich kämpfen will, brauche ich auch einen Schild. Na, was fällt dir ja früh ein, was du so brauchst, wenn du hier zur Schlacht gehst? Wir haben Verband, Wurfstern, vielleicht damit runterholen? Ich sollte mich von dem Gedanken verabschieden. Ich könnte mit diesem Geschoss irgendetwas treffen. Kombinier das mal. Mir fehlt die Vision. Geht nicht? Es ist kaum... Das wird niemals gehen. Ich sollte mich von hier unten kommen. Vitrine und da ist auch voll das Megaschwert. Tja, Ranke. Kann ich die überhaupt anfassen? Ach, die kann ich sogar anfassen. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Na dann. Ich... So. Die Ranke ist zu kurz. Damit komme ich nicht bis nach oben. Er hängt zu weit oben. Sollst ja auch die Ranke nehmen. Ich habe noch keine Ahnung gerade. Oh, Langschwert. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Das ist da oben, aber vielleicht können wir damit irgendwas anderes machen. Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab. Kannst du das da drüber legen irgendwie? Das bringt mich nicht weiter. Das runterholen? Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Muss man das von oben machen oder wie? Die Öffnung ist viel größer, als es für das Schwert nötig gewesen wäre. Nein. Die Schwertscheide ist gerade zu kurz. Sie reicht nicht bis ans andere Ende. Und das vielleicht verbinden mit der Ranke? So wie so ein Wurfanker oder so? Der Weg der Willkür. Der Weg der... Nein. Das andere Ende kommt an den Schrank. Der Waffenständer ist nun mit der Schranktür verbunden. Der Waffenständer... Jetzt brauchen wir Gewicht da dran. Kannst du da alles rauftun?
Ohne zugehöriges... Okay, dann pack's zusammen. Damit das jetzt irgendwie schwerer ist oder was. Aber die Schwertscheide habe ich jetzt behalten. Erst sollte ich es mitnehmen. Ich denke, du willst es runter. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Und vor allem ist er jetzt schwer genug. Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Ja, also wäre die helle Bade da unten dran natürlich noch besser. Komme ich an den Streitkolben? Ah. Weil dann packen wir da alles hin. Ein stumpfer, schwerer Kolben. Dann packst du den auch auf den Waffenständer. Genau, und jetzt eigentlich heißt das, wir müssen sogar noch nach da oben. Oder reicht ihr das Gewicht? Ich könnte ihn... Das Gewicht ist... Aber ich hab... Ich muss sicher gehen. Also muss ich rüberkommen. Dann kombinier das doch irgendwie. Aber will er ja... Will er ja... Will sie ja auch irgendwie nicht. Was mache ich denn da? Lieber nicht. Besser nicht. Ja, was willst du denn dann? Der Waffenständer ist nur... Der Waffenständer... Sie ist fest verschlossen. Gibt es was an Fähigkeiten, was wir benutzen können? Gerade trotzdem? Nee, ne? Nee. Der Spalt ist... Und die Wand so... Ich sollte mich ver... Aber die Sachen wieder nehmen, ich weiß nicht. Dann nehme ich den Streitkolben nochmal in die Hand. Vielleicht brauche ich den, um an die Hellbade zu kommen. Oder halt auch das Schwert. Weiß ich gerade nicht. Den haben wir noch nicht so benutzt. Vielleicht komme ich damit nämlich wegen den Zacken hinter das Schild besser. Das bringt mich nicht weiter. Auch damit nicht. Der Kolben ist zu dick, um ihn mit dem Wurfstern zusammenzuschieben. Ja, was willst du denn dann? Nein. Der Streitkolben... Ja, dann nimm das Schwert wieder. Oder was? Mein... Ja, ja. Es ist fast... Ich brauche etwas... So. Kannst du das kombinieren? Eine seltsame Konstruktion. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Genau, wie das Schild. So, das habe ich verbunden, damit müsste sie das jetzt runterholen können. Das soll natürlich dazu dienen, erstmal hochzukommen, um dann am Ende wieder alles runterzupacken. Das ist auch so typisch Point and Click. Toll. Er ist schwerer, als er aussieht. Ja, so, ich habe ein Schild. Er ist schwerer. Schwer ist super, vielleicht... Der Schild allein macht noch keine Brücke. Alleine nicht, aber vielleicht zusammen mit was? Die Schwertscheide ist gerade. Hier ist ein feindliches Geschoss eingeschlagen. Aha, das Schwert ist nämlich lang genug, dann können wir jetzt endlich nach oben gehen. Von hier unten komme ich nicht dran. Du hast doch jetzt das genommen. Jetzt kannst du doch dahin. Ach so, ich lege das Schild jetzt drüber, ne? Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen also können. Also lege ich auch noch den Streitkolben hin. Der Streitkolben all. Es ist immer noch zu gefährlich. Was dann? Die Schwertscheide ist geradezu. Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen können. Aber ich komme ja nicht an die Hellebade ran, hä? Das ist jetzt gerade etwas kompliziert. Muss ich das nochmal nehmen? Und das vielleicht kombinieren? Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide.
Muss es aber auch nicht mehr. Es ist ja, genau, ist jetzt einfach länger wegen dem Wurfstern. Der Weg der Willkür. Irgendwie. Ich darf mein Ziel nicht aus. Ich darf jetzt. Ich finde das ja nicht schlecht. Und sie will das Schild ja auch hinlegen, aber nur nicht so alleine. Aber was kann ich denn nehmen? Kann ich die Ranke überhaupt noch nehmen und wozu auch, ne? Glaub nicht, dass das. Der Waffenständer ist. Der Waffen. Bin irgendwie auf einem guten Weg, aber irgendwie auch gar nicht. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Von hier unten komme. Es ist immer noch zu gefährlich zum Überqueren. Kannst du das befestigen? Das bringt mich nicht. Mir fehlt die. Ich weiß nicht. Nein. Schade. Die Schwertscheide ist geradezu. Von hier unten. Kann ich hier irgendwas. Ich weiß auch nicht. Und womit könnte ich das Schwert. Kann ich das nochmal aufdröseln? Ein langes, solides, aber nicht sehr scharfes Schwert. Mit einem Wurfstern an der Spitze. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr auseinandernehmen. Das vorher kombinieren geht auch nicht. Mit dem Wurfstern. Ich sehe kein. Du sollst ja auch nur einfach irgendwas basteln. Das bringt mich nicht. Och, Manu. Dann. Weiß ich nicht. Ich glaube halt nicht, dass mit Schwert und auch nicht mit Schild sie das schon mal runterwerfen will, weil die Hellebarde wäre richtig schwer. So. Ist es jetzt dir schwer genug oder eher nicht? Der Waffenständer. Ich könnte das Gewicht des Ständers, aber ich habe nur eine. Ich muss sicher gehen. Also, das bringt nichts, weil sie findet es trotzdem nicht schwer genug, aber man hat es jetzt halt mal ausprobiert. Mit nur den Sachen, an die wir so gekommen sind. Wie komme ich denn da rüber? Sie legt das zwar rüber, aber irgendwie, sie kombiniert auch nichts. Sie weiß auch nicht. Er ist schwerer, als er aussieht. Vielleicht das Schild zuerst hinlegen und dann das Schwert? Der Schild allein macht. Nee, aber damit. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht. Das wird nie. Ich sehe kein. Lieber nicht. Ich darf mein Ziel. Der Schild all. Ein Lange mit einem. Es ist komisch. Also ich habe jetzt über Rechtsklick nochmal gemacht. Und das Kombinieren geht nicht. Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen können. Will da. Es ist immer noch zu. Will da eigentlich auch das lange andere Ding hinlegen? Aber wie komme ich denn da ran? Von hier unten. Und ich muss nach oben, um an die Sachen zu kommen. Bin ich gerade ein bisschen hohl oder überfragt, nachdenklich. Ich versuche zu kombinieren. Vielleicht kann ich den Waffenschrank. Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Und das ganze Ding hier einfach mal verschieben geht nicht? Sie ist fest verschlossen. Der Waffenschrank ist da wohl mit der Wand auch fest verankert. Vielleicht muss ich doch hier irgendwas machen. Er ist hinter dickem Glas. Auf keinen Fall. Auf keinen. Die Schwebekristalle halten die einzelnen. Ja. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Aber, ja, warum wird mir das angezeigt? Einfach nur so, oder? Nein. Lieber nicht. Mir fehlt die. Das führt doch zu. Besser nicht. Bin
Überfragt. Keine Ahnung, was mir jetzt gerade fehlt. Check ich gerade nicht. Hä? Lieber nicht. Ich darf jetzt nicht... Kannst du vorher irgendwas machen? Ich darf mein Ziel... Ohne Schild und so? Der Streitkolben alleine... Der ist zu kurz. Kann ich den Streitkolben irgendwie mit der Dings verbinden? Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Alles klar. Okay, jetzt ist das nämlich verlängert. Und jetzt habe ich zwei. Na endlich. Okay, und jetzt das Schild drüber. Ja, mir fehlte nur dieses eine lange Stück und jetzt geht's ja auch rüber. Gott sei Dank habe ich es noch hingekriegt. Sie nimmt nicht die Treppe? Ist doch viel einfacher. Jawohl, das freut uns ja. Jetzt habe ich das und... Das Glas ist zu dick. Das kriegen wir doch bestimmt irgendwie aufgebrochen. Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Muss ich das jetzt wieder wegnehmen? Das Glas ist... Ich glaube, wir können das, wenn wir den Stab haben, mit unserem Zauber vielleicht schaffen oder so. Überlege ich mir gerade. Nimm das mal alles wieder zurück. Denn natürlich ist es toll, wenn sie, Eine Glasvitrine mit einem Schwert. Es sieht sehr, sehr mächtig aus. Ja, das war das ganz toll und schön. Aber wir packen das alles jetzt mal rauf, weil ich glaube, der Stab wird uns dann mit seinen Fähigkeiten helfen. Vielleicht. Ich baue das Ding so. So. Ohne Zugehörige. Er steht lose, es ist platt. Ja, und dann noch das. Schwer genug? Der Waffenständer ist nun mit der Schrank. Der Waffenständer... Es ist so schwierig, immer das Richtige zu treffen. Ich könnte ihn... Das Gewicht des Ständers... Aber ich habe... Ich muss sicher gehen, dass... Ist doch jetzt voll schwer, was willst du noch? Ohne Zugehör... Ja, dann pack das jetzt zusammen. Mit dem Wurfstern. Was willst du jetzt zur Hölle gerade von mir? Du hast doch jetzt alles hier draufgepackt. Warum ist es dir nicht schwer genug? Ich könnte das Gewicht, aber ich muss also sicher... Also ich hätte jetzt echt gedacht, ihr ist es schwer genug, sodass wir jetzt an den Stab rankommen, weil das dachte ich wäre doch wichtiger als das Schwert da oben. Aber nein, ich nehme mal an, ich soll... irgendwie an den Streitkolben wiederkommen. Dann machen wir das mal anders. Ich brauche jetzt alle Sachen wieder. Ja, das... Ich mach mal kurz. Ja, eigentlich müsste ich den Part beenden, weil die Zeit schon wieder rum ist. Aber gut. Langschwert mit Wurfstern. Das müssen wir wieder hinpacken. Jetzt haben wir auch die Hellebarde. Als Verlängerung. So. So. Schild wieder drauf. Jetzt kannst du nach oben. Und jetzt haben wir halt den Streitkolben mit dem Ding vorne dran. Und damit können wir bestimmt das einschlagen und haben dann das Schwert. Erst sollte ich es mitnehmen. Erst sollte ich... Doch. Toll. So. Alles da. Vorher war wahrscheinlich war es schwer genug, aber man soll halt das Schwert vorher mitnehmen. War auch mein erster Gedanke im Streitkolben, das einhauen. Aber dann dachte ich, ja, vielleicht schafft man das gar nicht. Von der Reihenfolge muss man das vielleicht doch vorher machen im Stab. Aber okay, alles geschafft. Schnell rauf damit, denn ich muss mich hier echt beeilen. Alles rauf, rauf, rauf. Es sieht sehr mächtig und sehr, sehr schwer aus. Schwer ist gut. Will sie das jetzt behalten oder nicht? Ich könnte das Gewicht, aber ich muss sich... Ja, sie will das auch noch... Auch das will sie da drauf tun anscheinend. Und jetzt ist es ihr schwer genug. Ja, und das Runterknallen und den Stab wiederholen machen wir dann im nächsten Part. Bis dann!